Die Mission von Konux ist es, Züge pünktlicher zu machen. Bei Konux fusionieren wir verschiedene Sensordaten, um Instandhaltern die Information zu geben, wann sie ins Feld gehen müssen und mit welchem Werkzeug und wie effektiv die Wartung war. In der Vergangenheit wurden in der Industrie viele dieser Prozesse manuell durchgeführt. Menschen haben Protokolle geschrieben und manuelle Messungen durchgeführt. Wir automatisieren diese ganzen Prozesse. Die Deutsche Bahn setzt unser System schon ein und auch in weiteren Ländern sind wir schon aktiv. Dennis, Vlad und ich haben uns an der TU München kennengelernt. Wir kommen alle drei aus unterschiedlichen Bereichen, Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik. Bei Konux bringen wir das alles zusammen und deswegen hat es von vornherein bei uns gefunden. Also ich denke, bei Konux sind mehrere Sachen besonders. Das eine ist, dass wir extrem fokussiert und hart arbeiten, aber auf der anderen Seite nicht den Spaß vergessen. Ein besonderer Punkt, den Konux auszeichnet, ist, dass jeder Mitarbeiter bei Konux auch beteiligt ist. Und deswegen gewinnen wir zusammen oder verlieren zusammen. Konux hat bisher 40 Millionen Dollar Venture Capital eingesammelt. Wir sind 45 Leute und wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die neue Ideen reinbringen und was verändern wollen. Unser Ziel ist es, dass 2030 jeder Zug pünktlich in Deutschland ankommt. Die Entwicklung von Konux ist echt bahnbrechend und das Team ist toll. Ich denke, das könnte eine ganz große Sache werden. Ich betreue das Startup bereits von Anfang an. Daher kenne ich Andreas Kunze und sein Projekt sehr gut. Was bei Konux ganz besonders ist, da passt einfach alles. Die Idee, die Menschen, die Motivation, die Strategie, das hat uns überzeugt. Auch für mich als Beraterin ist das Thema sehr spannend, vor allem weil wir als Stadtsparkasse München das Thema der Digitalisierung auch ganz weit oben angesiedelt haben.